Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde World of Warcraft. Ich lag jetzt 2 Tage mit Erkältung im Bett und jetzt geht's mir besser, deswegen geht's hier weiter. Nur die Frage, wo war der die letzten 2 Tage? Der hat's Krankenbett gehütet. Und ja, es gibt auch nur harmlose Erkältungen, die nach 2 Tagen wieder erledigt sind. Muss man ja immer noch leider sagen. Aber dafür gibt es auch was Schönes, und zwar mystische Runs. Gut, jetzt zwar noch kein Time Run, aber es ist erstmal mystisch und damit natürlich auch wieder ein bisschen was anderes. Ein bisschen schöner, man kriegt besseres Gear und so. Und ja, wir schauen mal, was das hier heute gibt, ne? Ach, come on. Spitzen des Aufstiegs laufe ich tatsächlich sehr gerne, mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Und hier geht es auch schon früh gut los. Gut, das muss ich immer alles bannen, das, ja. Heute wird schön. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir so die ersten Zahlen auch ansehe, auch heute kriegen wir was zu heilen. Ist ja auch immer so eine Frage, je nachdem wie es läuft. Dabei habt ihr die ganze Zeit die Verschmähten angeführt. Dass ihr dem Pfad so blind gefolgt seid, hat uns fast vernichtet. Ich musste mich euch in den Weg stellen. Verschmähte, stellt sicher, dass sich die Sterblichen nicht einmischen. Nee, also so leicht lasse ich euch nicht sterben. Also falls es Leute gibt, die sich fragen, soll ich mir einen Holy Priester zulegen oder nicht, seht zu, heute gibt es Werbung für den. Niemand wird verschont. Sehr gut, genauso Magis. Kein Verschont, keine Gnade, volle Pulle. So und nicht anders kämpft man. So, nehmen wir das auch nochmal. Für die, die sich jetzt fragen, warum nimmt der Gebet der Heilung, wenn sich nur einer verletzt? Ganz einfach. Gebet der Heilung verteilt fleißig Echo des Lichts, so wie fast alle meine Fähigkeiten zum Thema Heilen. Ja, außer halt die Segenswörter. Und mit dem kann ich das Ding einfach mal getrost auf die ganze Gruppe verteilen. Was halt sehr geil ist, um gerade so kleinere Gebrechen einfach mal wegzuheilen. Deswegen mache ich das häufiger mal, einfach mal so eine schnelle Gebet der Heilung, einfach mal so quasi die ganze Gruppe damit so soft. Hier nenne ich es jetzt einfach mal und dann kann man damit wirklich sehr gut arbeiten. Oh, das sind Gegner. Ich dachte, das wären irgendwie Verbündete. Auch gut. Sehr schön. Und ich gebe natürlich meine Feder genau auf den Falschen. Einfach auf einen anderen statt auf mich selbst. Ja, sehr schön. Kommt zur Vernunft, Devos. Die Kyrianer müssen zusammenhalten. Ich muss näher ran. Nicht solange ihr sie befehligt. Die
verschmähten, werden für die Bastion einen neuen Pfad ebnen. Oh, ich hau die ganze Zeit auf den Falschen. Das ist nicht sehr gut. Mal sehen, ein Teil davon kriege ich bestimmt noch gut verkauft. So wie jetzt hier zum Beispiel, um nochmal auf das mit der zwischenzeitlichen Gruppen durchzukommen. Jetzt hatte jeder so eine kleine Softwunde, nenne ich es mal. Dann haut man es rauf. Bam, fertig. Mehr ist das nicht. Oh, eine Hose. Nur mal so rein aus Interesse. Warum liegt hier 129er Stuff drum? Der bringt dir doch hier auch nichts mehr. Also keiner läuft hier mit 129er Stuff rum. Gerade auch, weil es der Selbstmord wäre. Komm, trag mich mal weiter auf die nächste Ebene. Äonenlang hören wir. Wir müssen uns läutern. Unsere Erinnerungen, unsere Identitäten und Liebsten aufgeben. All das im Namen des Dienstes. Aber wem so leicht lasse ich dich nicht sterben. Unfähigen Richterin, tyrannischen Gesetzen, unsere Opfer waren vergebens. Kann ich auch beide damit bannen? Na. Okay. So sieht's auch schon viel besser aus. Ich hole mal meinen Drachen. Und dann muss ich ihn wieder aufgeben. Also es ist schon definitiv mehr zu holen als sonst in den ganzen kleineren Sachen. Aber jetzt auch so noch nicht das, wo ich jetzt sagen würde, also da geht auf jeden Fall noch mehr. Und in der Zeit hauen wir mal ein paar Schadenssalven einfach mit drauf.
So, zwei davon. Haben wir auch alles für die kleinen Wunden. Für jede Wunde gibt es die passende Heilung. Hier werdet ihr sterben. Meine Schnelligkeit ist unübertroffen. Eure Siegkraft ist euer Untergang. Na bitte. Ihr könnt meine Geschwindigkeit nicht übertreffen. Oh, ich blute. Und ich kann es nicht wegreinigen. Aber ich kann die ganze Gruppe damit einmal schön. Aus den Schatten beobachte ich euren Untergang. Nehmen wir die große. So, was kriegen wir diesmal? Nichts. Aber wann kriegen wir denn mal so was Schönes wie Schmuck oder so? Ist es dafür schon zu spät? Nee, beim Endboss. Gunst des Archons. Also, mein größter Need ist halt aktuell Schmuck. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, weil da habe ich halt noch nur 197er. Deswegen wäre es echt cool, mal so einen Schmuck in die Hände zu bekommen. Anderes würde ich natürlich auch nehmen, aber das wäre halt so das Coolste jetzt. Weil es halt am meisten bringt. Wem geht's eigentlich auch so jetzt, wo wir gerade mal dabei sind? Also wenn ich immer so Effekte oder auch so Landschaften oder so sehe, muss ich immer auch so ein Stück weit daran denken, wo das alles angefangen hat. Also nicht nur World of Warcraft, sondern auch allgemein Videospiele von der Grafik her. Und wenn wir jetzt mal sehen, wo wir sind, also das ist echt immer wieder so verblüffend. Ich muss halt dazu sagen, dass ich auch so ein Mensch bin, der sich ganz gerne so eine schöne Grafik halt wie fast jeder gönnt. Gut, allen vorweg ist so meine Leidenschaft eher eigentlich so Wassereffekte, die wir hier nicht haben. Aber auch solche Effekte oder so ein schönes Feuer oder so hat auch was. Okay, ich weiß, dass es jetzt losgeht. Jetzt kriegen wir zu tun, Freunde. Ohne Wenn und Aber. Ah, scheiße, die verfolgen die Viecher. Igitt. Verpiss dich. Na bitte, ich wusste, es gibt heute noch ein bisschen was zu tun hier. Wer doch. Die Gruppe habe ich gerade mich schon gefragt. Da ist die Gruppe. Euer Widerstand muss bestraft werden. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe gleich ein bisschen Respekt vor dem Endboss. Weil der halt leider aufgrund seiner Mechanik echt viel Fehlerpotenzial bietet und hier werden Fehler halt schon mal teurer bestraft.
Deswegen habe ich da tatsächlich ein bisschen Respekt vor der Aufgabe. Aber so soll es halt auch irgendwo sein. Okay, und wie komme ich da jetzt hin? Ah, leider ein Toter, den hat es voll erwischt. Ich glaube, da war auch nicht viel zu retten, oder? Okay, mit was sind wir denn hier alles? Also ich würde sagen, der hier ist irgendwas Englisches. Das ist so unschwer zu erkennen. Das? Ich würde sagen Spanisch. Also das ist jetzt so mein Tipp, dass das hier gerade der andere so ein Spanier ist. Dürft mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was das für eine Sprache ist. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Sprachwissenschaftler und das Einzige, was ich halt so spreche noch, ist fließend Englisch neben Deutsch. Alter, was kriegen wir denn hier für Schrott? Wobei ich sagen muss, der Schild gefällt mir tatsächlich. Ich glaube, den gebe ich irgendeinem Char weiter. Erschütterte mich bis ins Mark. Mein Pala freut sich über so ein Schild. Vor allem, der sieht auch echt geil aus. Eine Lüge ist. Und so habe ich dem Kerkermeister zugehört. Ich habe von dem großen Unrecht erfahren, dass ihr ihm und uns allen... So, worauf müssen wir jetzt achten? Innerhalb der Bastion, erleidet ihr deutlich weniger... Innerhalb der Bastion des Archons. Okay, das wird schon, das ist mir jetzt echt zu viel zum Lesen. Ich mache mir gerne meine eigenen Erfahrungen. Ah ja, komm, ein bisschen lesen können wir schon. Wenn die Anima-Leitung aktiviert, erleidet eure Gruppe hohen Schaden. Das muss ich wegreinigen. Ich muss, je länger ihr in der Luft bleibt, also gut, der muss schnell aus der Luft geholt werden, der Speer. Bis alle Kugeln Roh-Anima zu ihm gebracht werden. Und halt, okay, Speerwurf und zwei Fähigkeiten. Also eigentlich kommt da jetzt so viel nichts Neues zu. Hätte ich jetzt mehr erwartet. Weil manchmal ist es ja auch so, dass so zu den ganzen Sachen da so bei M+ und allgemeinmütig so neue Sachen noch mit hinzukommen. Ich muss es gleich sehen. Weil klar, es wird natürlich irgendwo angepasst und so, aber ich, ja... Muss dazu sagen, dass ich jetzt auch mir vorher so Mechaniken bei den anderen Dungeons, bei den leichteren Versionen davon nicht wirklich durchgelesen habe, sondern einfach, jo, passt schon. Und hat am Ende gepasst, so, deswegen, das sind jetzt so meine ersten Leseversuche. Alter. Ich mach mal lieber den Schutzengel. Schmähten bricht an. Mit eurem Speer werde ich die Spitzen übernehmen und neue Paragons schmieden, die die Kyrianer anführen. Ich werde euch niederstrecken. Der Kerkermeister hat euren Verstand vergiftet, Devos. Ihr müsst aufgehalten werden. Oh, hier müssen wir rein. Ihr leidet an verlorenem Selbstvertrauen. Nein. Ich werde
Okay, ich muss gucken, dass... Oh, das kann jetzt heftig werden. Die Spitzen gehorchen meinem Befehl. Okay. Du kommst da mit dem hin. Bringt die Anima-Leitung dazu, den Speer aufzunehmen. Ja. Sterbliche, nehmt meinen Speer. Ja, aber ich muss parallel noch das Grüppchen heilen. Ich hoffe mal, dass irgendeiner von denen das... Nimm den Speer und werf ihn hoch. Das hat doch gerade einer geworfen. Das sah doch sogar ganz gut aus. Gut, ich muss jetzt mal ganz kurz den hier machen. Ich werde euch niederstrecken. Gut, wir müssen mal hier in die Bastion. Ich hätte jetzt so ein bisschen tatsächlich, muss ich sagen, ich hatte Schiss echt davor, dass wenn alle in der Bastion sind und das Vieh dann auch, dass man da... dass man da dann doch mehr Schaden bekommt. Dem war aber zum Glück nicht so. Verendet unter den Rücken. Sterbliche, nehmt meinen Speer. Ich würde jetzt gerne so Gotteshymne zünden. Na, geht doch. Jetzt stehen wir auch wieder still. Okay, hier ist die nächste Bastion. Alter, hau doch nicht so rein. Sehr schön. Oh, irgendwie habe ich nichts bekommen. Keine Ahnung, was das ist. Ekelhaft. Nicht mal irgendwie so ein Schlüssel oder so. Ja, den hatte ich halt schon vorher. Das ist so gerade gemein. Naja, gut, passiert. Gut, das war's für heute. Mythisch, läuft an. Ich freue mich, es gibt endlich wieder zu tun. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde.